Charakter. Let it go. Guten Morgen. Jan ist gerade am Abwasch machen. Wir wollten eigentlich um 6 Uhr den Tag starten. Jetzt ist es 9 Uhr ungefähr, weil es regnet. Deswegen haben wir das alles ein bisschen nach hinten verschoben. Wir fahren gerade vom Campingplatz runter und hier ist eine Zone abgesperrt. Und das sieht man hier öfter in Kanada. Das bedeutet meistens, dass hier ein Bär ist oder ein Bär war und man dann deswegen nicht hin darf. Wir sind immer noch auf dem Weg vom Campingplatz runter und jetzt sind hier gerade auf dem Weg Elche. Die sind wahnsinnig groß, sehen von der Größe quasi aus wie Pferde. So, erstmal einen schönen guten Morgen von mir und einen schönen guten Morgen aus Jasper. Dort befinden wir uns nämlich gerade. Wir waren gerade eben noch auf dem Campingplatz, haben unser Wasser aufgefüllt, also damit wir halt Sachen wieder abwaschen können. Und danach sind wir zum Visitor Center gefahren. Wir haben unseren National Park Pass angepasst oder verlängert auf einen Jahrespass. Und ich habe so gut wie gar nicht unterschrieben, damit wir den halt auch übertragen können. Der gilt jetzt für 2 Personen und den versuchen wir zu verkaufen. Hat jetzt ungefähr $130 gekostet. Und keine Ahnung, wir werden den dann versuchen für $100 zu verkaufen, weil derjenige, der den kauft, kann den dann halt für ein Jahr nutzen und kann ihn eventuell auch nochmal verkaufen für $100. Also es wäre auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Und wir befinden uns jetzt hier in Jasper. Der Nationalpark, also hier im roten Bereich befinden wir uns gerade. Das sind so die Sehenswürdigkeiten, in denen der Nationalpark unterteilt ist. Die blaue Strecke haben wir gestern schon gemacht oder im letzten Video. Die braune Strecke hier Nummer 3, die ist gesperrt bis Ende August, also können wir uns nicht angucken. Das grüne hier ist nicht so interessant. Im roten Bereich befinden wir uns und wir werden uns hier den Bereich angucken. Jetzt schwenke ich nochmal die Karte. Also wir sind hier und werden hier runterfahren, ein bisschen wandern gehen, ein paar Sachen angucken und hoffentlich auch wieder Tiere sehen. Das wäre sehr, sehr schön. Wir sind jetzt beim Malayan Overlook und werden uns den angucken. Aber wahrscheinlich nicht wandern gehen, weil wir heute noch woanders wandern gehen wollen und dann passt das zeitlich eventuell nicht und wir sind dann nicht so kaputt heute Abend. Doch noch ein bisschen wandern gewesen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie ihr gesehen habt, haben wir ja gerade noch ein paar Wasserfälle gesehen, beziehungsweise ein. Und den Canyon. Ich finde, der Canyon sah spektakulär aus, also wirklich. Sollte man sich unbedingt angucken. Und der Wasserfall, den finde ich auch krass, weil der einfach so mitten im Canyon ist. Voll schön. Also wirklich, die Landschaft ist hier überragend. Wir sind so beeindruckt von Kanada. Und wir haben auch gestern darüber geredet, wenn uns manchmal Leute fragen, was uns besser gefallen hat, wir finden, man kann sowas schlecht vergleichen. Also man kann Länder schlecht miteinander vergleichen. Man kann höchstens die Länder in Kategorien unterordnen und dann die Kategorien vergleichen. Also zum Beispiel, wo gab es die beeindruckendste Natur, wo gab es die, keine Ahnung, interessanteste Kultur. Selbst das ist sehr schwer einzuschätzen oder einzuteilen. Genau. Also wir finden, Kanada könnte man vielleicht vergleichen, wenn man schon in Alaska war, in der Schweiz, vielleicht Italien und Österreich. Unter den Ländern könnte man das vielleicht vergleichen, aber da waren wir halt noch nicht. Aber bisher gefällt es uns einfach mega gut. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zum Auto und fahren erstmal weiter. Wir haben gerade vor uns Warnblinklicht an. Wir nehmen an, dass da ganz vorne an der Straße irgendwelche Tiere sind, aber wir werden es ja gleich sehen. Die Straße ist übrigens auch bekannt dafür, dass hier Elche und Moos langlaufen. Also mal sehen, was uns da gleich erwartet. Und es war anscheinend ein Bär. Da vorne läuft ein Schwarzbär. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Wir sind relativ weit weg noch mit dem Auto. Hier hat sich voll die Schlange gebildet. Und der geht da lang und frisst Gras.
gerade voll, dass wir noch einen Schwarzbären gesehen haben. So glücklich, wir waren so nah dran. Ja. Ich stand, glaube ich, einmal neben dem Auto und war, glaube ich, nur 2 Meter neben dem Schwarzbär. Und der hat sich einfach überhaupt nicht für uns interessiert. Da standen auch richtig viele Autos. Und keine Ahnung, so ein schönes Tier, wunderschön einfach. Und hier hinter uns war 2015 erst ein Buschfeuer, sehe ich da gerade deswegen. Ja, wir haben uns gerade die ganze Zeit gefragt, warum hier alles so kahl aussieht. Das zeigen wir euch jetzt gleich nochmal. Das ist eine riesen Fläche, die hier verbrannt sein muss. Wahnsinn. Und jetzt sind wir beim Medicine Lake und der sieht auch sehr schön aus. Solltet, wie solche Waldbrände in Kanada entstehen können. Meistens hier in Kanada entstehen sie durch Blitzeinschläge. Wenn zum Beispiel ein Blitz in einen Baum schlägt und es zu der Zeit relativ trocken und schwül ist, kann das sehr schnell passieren, dass sich durch so ein kleines Feuer, durch diesen Blitzeinschlag oder durch so ein bisschen, ja, wie nennt sich das, durch so ein paar Funken ein komplettes Feuer entstehen kann, weil dann die Bedingungen halt stimmen. Übrigens haben solche Buschfeuer nicht nur schlechte Auswirkungen, sondern auch sehr viele positive für die Natur. Und zwar entstehen ganz oft nach solchen Buschbränden komplett neue Pflanzenarten, die sich durch diesen Brand neu entfalten können. Andererseits verlieren auch viele Tiere ihren Lebensraum, wodurch dann aber wieder andere Tiere da einen neuen Lebensraum finden. Es ist so ein Zwiespalt. Aber falls euch sowas interessiert, könnt ihr euch ja selbst nochmal darüber informieren. Wir hatten uns dazu mal ein bisschen was durchgelesen, als wir in Australien waren, weil uns das Thema da interessiert hat, weil da waren halt ständig Buschbrände. Also falls euch sowas interessiert, informiert euch da mal. Das ist eigentlich relativ interessant, weil es auch in Australien zum Beispiel viele mit absichtlich gelegte Buschbrände gibt. Die haben das hier ganz gut gelöst, weil ganz oft Bären sonst an den Mülleimer gehen. Und hier haben sie das eigentlich überall in den Nationalparks so gemacht, dass hier drunter so ein Händel, so ein, wie sagt man das, so ein Griff ist, den man hochdrücken muss, um den Mülleimer zu öffnen, sodass die Bären dann nicht einfach den Müll rausnehmen können. Wir sind jetzt beim Malayan Lake, wenn er so ausgesprochen wird. Und den See wollen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken, werden wir uns natürlich angucken, aber wir haben jetzt schon viele Seen gesehen und wir sind hauptsächlich hier, um wandern zu gehen. Weil wir unbedingt noch Moose sehen wollen. Und Moose wollen wir unbedingt sehen, aber es ist halt, die Wahrscheinlichkeit einen zu sehen ist halt sehr gering. Aber wir werden unser Glück versuchen und werden dann gleich zum Moose Lake wandern gehen. Dort hat man halt eine größere Chance einen zu sehen, deswegen heißt denke ich mal auch der Lake so. Sind wir mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen oder hören könnt, es fängt gerade an zu hageln. Es hört jetzt gerade langsam auf zu regnen. Also wir sind, ihr habt ja gesehen, dass wir den Moose Walk oder Trail lang gelaufen sind. Und dann konnte man sich vorhin, oder was heißt vorhin, vor einer Stunde oder so, konnte man sich entscheiden, ob man den Upper Trail läuft oder den Lower. Und wir haben uns natürlich für den Upper entschieden. Und wandern jetzt hier schon, oder sind vorhin gefühlt eine Stunde durch den Wald gewandert. Und sah alles gleich aus. Wir hatten richtig Angst irgendwie. Also was heißt Angst, aber... Ja, wir hatten einfach Angst, dass wir halt auf dem Trail gehen oder gerade uns auf dem Trail befinden, der halt 12 Kilometer lang ist. Und das findet man hier in Kanada halt einfach nicht heraus, weil du siehst zwar immer wieder Schilder, wo du lang gehen musst, aber da steht halt nie, wie viele Kilometer es noch sind. Und das ist immer... Und es wird gerade schon, oder es ist jetzt halt schon später, das heißt, es würde irgendwann bald dunkel werden. Ja gut, ich habe jetzt sehr, sehr spät dunkel. Ja, aber trotzdem, und dann geht man vielleicht die ganze Zeit, weiß nicht, dass der Weg noch voll lang ist. Und wenn man dann zurückgeht, müssen wir ja den Weg nochmal gehen. Und es hat halt einfach die ganze Zeit geregnet, ne? Also wir sind pitschnass, ich habe eine kurze Hose an. Wir haben auch nur 13 Grad oder so.
Marie hat nur diesen Pullover an, also es ist auch kalt und nass und all sowas. Und wir haben leider keine Tiere gesehen, also außer Eichhörnchen und Streifenhörnchen. Aber wir hätten halt gerne Moose gesehen, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Naja, also ein bisschen müssen wir jetzt auch noch gehen. Und ja, mal gucken, vielleicht sehen wir noch irgendetwas. Aber wir wissen jetzt schon, dass wir uns auf den Heimweg befinden, weil da vorne, also da ist der Lake. Und wir müssten auch jetzt bald den Parkplatz erreichen. So, wir haben es endlich geschafft. Und wir frieren extrem. Oder? Ich sitze schon auf meinen Händen drauf und meine Hände einfach komplett eingefroren sind. Dann gucken wir meine Socken an, weil wir auch Wasser durchqueren mussten. Und ich dann natürlich mit meinen Chucks. Ja, ich pack die mal hier hin. Ich bin auch komplett dreckig. Naja, das gehört zu Kanada. Wir fangen jetzt gerade an zu kochen und es wird ein schön leckeres Chili geben mit Kartoffeln, Bohnen, all solchen Sachen. Wir haben richtig Hunger und freuen uns jetzt extrem auf etwas Warmes zu essen. Ich heule schon wegen den Zwiebeln. Mhm. So, unser Essen ist fertig. Die Kamera beschlägt gerade ein bisschen, deswegen sieht es so ein bisschen komisch aus. Hier oben haben wir ein ganz normales Chili, einfach mit Bohnen und Kartoffeln und Karotten. Hier haben wir das gleiche Chili nochmal, bloß mit Käsegeschmack. Da haben wir den Frischkäse hier genommen und dazu gibt es Reis. Und das werden wir jetzt alles gleich essen und wir haben extrem Hunger. Wir haben jetzt gerade noch Abendbrot gegessen und es war mega lecker. Jan hat euch ja gezeigt, dass wir den veganen Frischkäse ausprobiert haben. Den haben wir damit in Chili gemischt und es hat so gut geschmeckt. Also ich kann es nur immer wieder sagen, diese Daiya-Produkte, die wir hier jetzt immer kaufen und wir werden nicht gesponsert oder so, weil die schmecken einfach so gut. Die schmecken einfach original wie Käse aus Milch. Das ist Wahnsinn. Und ja, den haben wir da reingemischt, es hat gut geschmeckt. Und jetzt sind wir auf dem Weg zurück nach Jasper, also in die Stadt. Wir werden da auf jeden Fall noch Wasser einkaufen. Und dann entscheiden wir spontan, ob wir da in Jasper schlafen wieder, wie letzte Nacht. Oder ob wir weiterfahren, weil wir morgen eh nach Kelowna schon wieder, also zurück müssen. Also ob wir da schon in die Richtung fahren heute noch oder nicht, weil es ist jetzt auch schon relativ spät. Tada! Kleiner Szenenwechsel. Wir befinden uns jetzt in Vancouver am Flughafen. Es ist jetzt schon ein paar Tage später als das, was ihr noch gesehen habt. Yep. Wir sind den Tag darauf hin, also ihr habt ja den Roadtrip-Tag noch gesehen, den letzten Tag. Oder vorletzten Tag. Genau. Und den nächsten Tag sind wir dann straight durchgefahren und haben den Camper weggebracht, hatten nur noch auf dem Parkplatz beim Supermarkt geschlafen, was übrigens auch ganz in Ordnung war. Ja, wir sind dann 400 Kilometer einfach direkt durchgefahren und haben eigentlich nichts mehr gemacht. Genau. Aber wir haben noch ein paar Tiere gesehen. Einen Kojoten, den konnten wir leider nicht filmen von weiter weg. Und einen Bären direkt an der Straße. Das war so schön, den haben wir gefühlt für 30 Minuten lang beobachtet. Der war direkt neben uns. Und wir waren diesmal ganz alleine. Also wir haben den echt Zufall gesehen, genau. Ja, das war echt Zufall. Und dann wurden wir von unseren Bekannten noch abgeholt. Waren bei denen noch ungefähr eine Woche jetzt. Ja. Haben in der Zeit Videos geschnitten und die weitere Reise geplant. Und es ist immer viel zu tun, ja, wenn man reist. Also voll oft brauchen wir einfach so eine Zeit, wo wir nicht reisen, sondern wo wir einfach nur Sachen planen und Dinge erledigen. Einfach nur im Internet zu haben, weil man dazu sonst immer gar nicht so kommt. Genau, und das Geile an dem Roadtrip war einfach, wir haben die ganze Zeit nicht ein Video geschnitten, nicht ein Foto bearbeitet. Das hatten wir uns aber auch vorgenommen, dass wir einfach mal komplett ohne Technologie leben. Also klar, wir haben ein paar Stories hochgeladen bei Instagram, aber wir hatten eigentlich auch nie Internet. Und wenn, haben wir nur E-Mails gecheckt und dann ab und zu mal was hochgeladen. Wenn wir irgendwo mal WLAN hatten. Ja, aber sonst hatten wir echt die ganze Zeit kein WLAN, gar nichts. Das war richtig gut. Und dann haben wir noch einen Tipp für euch, falls ihr mal nach Kelowna solltet. Dort kann man zu bestimmten Jahreszeiten Kirschen selber pflücken. Und wir blenden euch gleich mal die Farm ein, wo wir waren. Und dort haben wir Kirschen gepflückt. Ja. Und die waren so, so lecker. Es waren ungelogen die besten Kirschen, die wir je hatten. Also allgemein ist Kelowna ja bekannt für einen Weinanbau, aber auch für anderen Obstanbau und sowas. Ja. Und das Schöne ist, also ich weiß nicht, ob wir das in Deutschland noch haben. Ich meine, das gibt es nicht mehr. Aber du kannst da halt alles selber pflücken. Und bezahlst dann pro Kilogramm, nimmst dir einen Eimer mit oder kriegst du einen, wie auch immer. Und kannst nebenbei naschen. Wir hatten locker schon ein Kilogramm da gegessen. Also unser Bekannter kannte halt auch den Farmer, dann durften wir an der Stelle pflücken, wo halt keiner war. Hatten alles für uns alleine, das war richtig gut. Ja. Und jetzt sind wir am Flughafen, denn es geht für uns in die USA, das hatten wir ja schon mal angekündigt.
Übrigens dazu noch, ja, bevor Jan weiterredet. Ich kann euch nur raten, falls ihr jemals vorhabt, irgendwie einen Stopover oder so in Amerika zu machen oder generell, seid einfach früh am Flughafen. Also wenn ihr irgendwas mit vorhabt in die USA oder Kanada, wie auch in der Kanada gehen doch aber USA auf jeden Fall, ja, seid früh am Flughafen, weil gerade schon wieder, ich weiß nicht, was sie mit Jan haben. Oh, ich wollte schon wieder... Jan wurde schon wieder komplett auseinandergenommen. Ja. Mir haben sie gleich meine ganzen Sachen gegeben, ich durfte durchgehen bei der Kontrolle, aber Jan schon wieder... Ich musste sogar die Drohne starten, Kamera musste ich starten, mein Handy, Laptop musste ich aufklappen und anmachen, also all solche Sachen. Dann wurde er wieder durch, also alles abgefragt also und wie so... Bei der Ankunft damals in, auf Hawaii. Also mal gucken, wie das jetzt wird. Also wir werden jetzt nach San Francisco fliegen. Dort sind wir dann für 3-4 Wochen ungefähr. Also nicht komplett in San Francisco. Wir werden einen Roadtrip machen. Haben diesmal kein Camper gemietet, sondern ein normales Auto. Und wie wir dann schlafen werden und so, das zeigen wir euch dann. Das wird eine Challenge erstmal für uns selber. Ja, weil wir halt wieder Low-Budget reisen und Camper waren... Zu teuer. Zu teuer und dafür, ja, war die Versicherung einfach auch, man hatte irgendwie gar nichts inklusive und wir, ja, hatten ja in Australien, auch wenn wir das immer sagen, aber ist so, schon die schlechte Erfahrung mit dem Juicy Camper gemacht, ja, und da hätten wir wieder für unsere Preiskategorie, was wir so angestrebt haben, viel genau das gleiche bekommen und da dachten wir uns, dann können wir auch einfach aber das so werdet ihr dann sehen, ja. Ja, also, ich erzähle erstmal nichts. Genau, wir verraten nichts, also danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf USA-Videos habt, dann müsst ihr uns abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal mit dabei. Tschüss. Tschüss.